Willkommen in der Psychopathenzuchtanstalt Dummland. Jetzt flippen Sie aus, ja? Sollten Sie nicht tun. Sollten Sie drüber nachdenken. Es ist keine Provokation. In den vergangenen Wochen haben vermehrt Psychologen davor gewarnt, was wir zurzeit mit unseren Kindern machen. Dass wir sie traumatisieren. Das weiß natürlich nicht jeder, was das heißt. Aber wir bringen sie in sehr, sehr schwierige Gefühlszustände, die völlig unnormal sind für eine gesunde Entwicklung eines Kindes. Sie können sich da gerne vertiefen, wenn Sie möchten. Das, was Psychologen sagen, ist, dass Leute, die in ihrer Kindheit schlecht behandelt werden, später andere Menschen auch wiederum schlecht behandeln. Und die kriegen dann so soziopathische und psychopathische Züge. Tja, die hat wahrscheinlich jeder von uns so ein bisschen, weil der eine oder andere nicht nur schöne Erfahrungen in seiner Kindheit gemacht hat. Aber das gilt es natürlich zu vermeiden. Und insbesondere einer ganzen Gesellschaft sollte man so etwas nicht antun. Weil da werden wir dann genau unter dieser Generation schwerstens zu leiden haben, wenn die erwachsen ist. Weil wenn sie im amerikanischen Raum nach Hurt People suchen, dann ist es genau das. Dann ist das die Kernaussage, die dahinter steckt, dass verletzte Menschen wiederum andere Menschen verletzen. Und zwar häufig mit den besten Vorsätzen. Ja? Die merken es gar nicht selbst. Sie denken, das wäre normal. Das haben wir ja vielleicht als Kinder der NS-Generation, die dort als Kinder aufgewachsen sind, auch zu spüren bekommen. Lass das Kind mal ein bisschen schreien. Ja. Schlag's ruhig. Es ist noch niemanden schlecht bekommen oder weiß nicht. Da gibt's eine ganze Menge an komischen Sprüchen, die stammen aus dieser Zeit. Diese Menschen, die haben sich so verhalten. Die haben Kinder nicht wirklich auf den Arm genommen, nicht richtig geherzt, nicht richtig gern gehabt. Und das sind noch so Stückchen von Misshandlung, die in mir drin stecken manchmal. So ein bisschen was Eiskaltes, wo man irgendwie ignoriert wurde als Kind, wo man nicht richtig ernst genommen wurde. Und in genau dieser Situation stecken wir wieder. Die Kinder werden nicht gefragt. Nein, den Kindern werden aktuell schwerste Vorwürfe gemacht, wenn sie sich nicht an Maskenregeln halten. Ja? Das führt zu Traumatisierung, zu Psychopathie, zu Soziopathie, dazu, dass diese Kinder später Menschen schlecht behandeln. Das ist nicht meine Vorstellung von unserer zukünftigen Gesellschaft. So etwas möchte ich nicht. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema und sorgen Sie dafür, dass dieser ganze Blödsinn hier wegkommt. Corona war einmal. Wir müssen neu nachdenken, was wir jetzt tun. Aber ganz bestimmt keine Masken umbinden. Und auch ganz bestimmt keine Kinder traumatisieren. Nehmt sie auf den Arm. Habt sie gern. Behandelt sie wie Kinder. Und nicht wie Mörder.